Na gut, hat hier jemand Munition verlassen? Da ist Iridium. Ganze 400. Da hatte ich noch Munition. Ein Datenpad. Oh, hat funktioniert. Aufgrund von Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Angestellten wird die Brutfeldmine bis auf weiteres geschlossen. Feind neutralisiert. Aufpassen! Ah. Ich hab schon besser geschossen. Direkt in den Schädel. So, einen Schuss haben wir noch. Danach ist Feierabend. Wir können hier nur nach unten. Okay. Oh. Der sieht nicht mehr so gut aus. Da geht's lang und hier ist eine Tür. Ein Wandsafe. 1875 wird er uns bringen. Vielen Dank. Ein Datenpad. Wenn du da wirklich angeheuert hast, geht es dir wahrscheinlich gerade nicht so gut. War bestimmt eine von denen, die wir platt gemacht haben. Abschlussmitteilung. Dank Philips brillanter Erweiterung der nördlichen Minentunnel ins Casino letzte Woche wird unsere kleine Anlage auf unbestimmte Zeit geschlossen. Alle Teams werden in Kürze zur nächstgelegenen Sternenbasis transferiert. Mhm. Was ist das hier, das? So muss es sein. Feind am Boden. Feind am Boden. Ja, ja, kein Problem. Jetzt habt ihr keine Munition. Doch, habt ihr. Na, ist das hier die brillante Erweiterung? Sieht doch super aus. Hier haben wir Iridium. Da steht irgendwas. Hier liegt irgendwas. Ist doch ganz toll. Energiezellen. Wunderbar. Die Tür lassen wir erstmal noch zu. Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Minen, um Platz zu schaffen. So, wir müssten alles eingesammelt haben. Das haben schon andere gesagt. Ach, und damit wollte mich aufhalten. Hm. Ernsthaft. Zwei kleinen. Na dann, wenn ihr es so haben wollt, dann gebt doch mal her hier. Oh. Hallo. Wieso darf ich hier die Schwere nicht? Jetzt, danke. Oh, die halten mehr aus auf einmal. Ich bin tot. Ich bin doch nicht tot, haha. Bedrohungsanalyse.
Sehr gemein. Na, war das jetzt schon alles, ne? Oh, nee, war's nicht. Oh, erschreck mich doch nicht so. Und Captain Aron. Nee. Tschüss, Captain. Na, war's das jetzt mal? Medikit. Zerbrechliche Kisten. Wo war ein Nahkampf? Oh. Explosive Kiste. Da ist eine abgeschlossene Tür. Kundenvertreter kommt. Ein Vertreter des künftigen Kunden ist heute angekommen. Er hat um Diskretion gebeten, was mich stutzig gemacht hat. Auf Commander Santiagos Vorschlag hin werde ich versuchen, den Vertreter zu überreden, mir Art und Aufenthaltsort der Fracht mitzuteilen. Proteaner-Artefakt bestätigt. Na, das ging ja schnell. Der Vertreter des Kunden hat mir alles gesagt, ohne dass ich großen Druck ausüben musste. Commander Santiagos Vermutung war richtig. Der Kunde will uns dafür anheuern, ein proteanisches Artefakt von der Ausgrabungsstätte abzutransportieren. Noch etwas mehr Druck und er wird uns bestimmt auch die Position der Ausgrabungsstätte verraten. Position bestätigt. Diesmal musste ich etwas intensiver nachbohren, aber letztendlich hat der Vertreter doch die Position der Ausgrabungsstätte preisgegeben. Ich schicke jetzt Schiffe und Männer dorthin. Santiago wird zufrieden sein, das proteanische Artefakt ist viel mehr wert, als wir für seinen Transport bekommen würden. Ah ja. Das erinnert mich doch an EVE Online, wenn man da irgendwelche Aufträge verteilt hat. Und die mehr wert waren, als die Böden man dafür bezahlen musste, dann hat man auch Pech gehabt. Egal. Ein Bandsafe. Mhm. Die beiden. Der. Und der. Ja, und da. Eine letzte Tür. Ich kann mal wieder speichern. Habe ich auch schon länger nicht mehr. Ach, die müssen wir auch umgehen. Na, los. Oh, ich hab gepennt. Ist der hier? Ja. Hier haben wir nix. Notsignal, Störung, Überlastung. Dann gib Gas. Das war's. Notsignal in der Bodenfeldmine deaktiviert. Widerstand der Blusans vollständig eliminiert. Iridium. Naja. Das war doch eine nette kleine Mission. So, wie spät haben wir es? Ach, ein bisschen was schaffen wir noch, okay. So, dann einmal schnell zurück zu Skepsis. Dann noch einmal schnell hier tanken. Also unten gehen auch. Und einen Sprung. Hier haben wir alles, das sieht sauber aus. Dann helfen wir nochmal Tali. Hier ist die Migrantenflotte und sonst nichts, ne? Ich möchte nur vorher schnell die anderen beiden Systeme erkunden. Patz und Mika. Schade.
Oh, das sieht hier wüst aus. Da ist nix. Eloy hat auch nix. Oh, hier sehe ich noch was. Israfil. So, und zwei Sachen müssen hier noch sein. Hier ist einer. Falas. Oh, den hätte ich nicht gesehen. Kakabel. Oh, warte mal. Einmal kurz den Scanner starten. Oh ja, die haben hier Ressourcen. Auch Palladium? Auch Palladium. Oh, nicht schlecht. Aber das mache ich ein andermal. Warnung, Treibstoff. Die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, ja. Falls das wen interessiert, bitte melden. Die Migrantenflotte. Was ist alles hier? Die Migrantenflotte besteht aus über 50.000 Schiffen. Also ich sehe 2, 4, 6, 18, nein, egal. In denen mehr als 17 Millionen Quarianer leben. Und ist damit die größte Raumschiffflotte der bekannten Galaxie. Und obwohl Quarianer auf Pilgerreise die meisten besiedelten Welten der Galaxie schon besucht haben, durften bislang nur wenige Außenseiter je einen Fuß an Bord der quarianischen Schiffe setzen. Oh, das ist ja nett. Die Entscheidung, die sie in Mass Effect 2 treffen, können in Mass Effect 3 üble Konsequenzen nach sich ziehen. Ah, da freue ich mich schon drauf. Wenn das stimmt, ne? Weil die Entscheidung aus Mass Effect 1, die haben ja nicht so viele Konsequenzen gehabt bis jetzt. Hier spricht Tali Zora Vasnima Naraya. Erbitte Undock-Erlaubnis an die Raya. Laut unserem System gehört Ihr Schiff zu Cerberus. Identifizieren Sie sich. Nach langer Zeit unter den Sternen, durch die Gezeiten des Lichts und Schwärme von Staub, kehre ich zu meinen Anfängen zurück. Erlaubnis erteilt. Willkommen daheim, Tali Zora. Wir brauchen ein Team für Sicherheit und Quarantäne. Unser Schiff ist nicht sauber. Verstanden. Steuern Sie die externe Dockingstation 17 an. Wie, unser Schiff ist nicht sauber? Shepard, Tali Zora hat mir viel von Ihnen erzählt. Ich wünschte, wir würden uns unter angenehmeren Umständen kennenlernen. Wie lautet die Anklage gegen Tali, Captain? Sie lautet Verrat. Und wenn man sie schuldig spricht, wird sie verstoßen. Sie kennen mich, Captain. Sie wissen, so etwas würde ich niemals tun. Sie werden beschuldigt, aktive Geth als Teil eines Geheimprojekts in die Flotte gebracht zu haben. Das ist verrückt. Ich habe nie aktive Geth an Bord gebracht. Ich habe nur Einzelteile geschickt. Das klären wir später, Tali. Wie sieht unser nächster Schritt aus, Captain? Ich habe den Befehl, Tali Zora bis zur Anhörung in Arrest zu nehmen. Also, Tali, Sie müssen bis zum Ende des Prozesses an Bord dieses Schiffes bleiben. Danke, Captain. Die Vorbereitungen haben direkt nach Ihrer Ankunft begonnen. Die Anhörung findet auf dem Gartenplatz statt. Viel Glück. Mhm. Zur Anhörung gehen. Ich weiß es nicht, dass Sie Tali Zora beschuldigen. Wenn Tali Zora nicht mal einen quarianischen Captain dazu bringt, für sie einzustehen, ist sie schon so gut wie verurteilt. Ja, Rassisten. Schalaran. Tali Zora was Normandy. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hätte es nicht mehr lange hinauszögern können. Tante Ran! Shepard Vas Normandy, das ist Admiral Shalaran Vas Tonbay. Sie ist eine Freundin meines Vaters. Moment. Ran, du hast Vas Normandy gesagt. Ja, das habe ich, Tali. Der Admiralitätsrat hat beschlossen, dich unter diesem Namen anzuklagen, weil du nicht mehr auf der Nima Dienst tust. Wir sollten anfangen. Hat Tali einen Verteidiger? Jemanden, der sie vertritt?
Ja, das hat sie, Captain Shepard. Sie gehört jetzt zu ihrer Crew, sogar offiziell nach quarianischem Recht. Und ein angeklagtes Crewmitglied wird immer vom Captain seines Schiffes vertreten. Wie praktisch. Also, würden Sie tatsächlich meine Verteidigung übernehmen? Tali, ich bin kein Anwalt. Außerdem glaubt jeder, dass ich zu Cerberus gehöre. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihnen helfen kann? Sie wollen die Masse gegen mich aufbringen. Deshalb haben Sie auch meinen Status geändert in Vas Normandy. Dieser ganze Prozess ist eine Farce. Du unterschätzt uns, Tali. Vergiss nicht, dass du auch Freunde hast. Nicht nur Feinde. Ich konnte eine Verurteilung in Abwesenheit hinauszögern. Und ich habe erreicht, dass sie beim Prozess einen Menschen akzeptieren. Du hast durchaus noch eine Chance. Stellen Sie die Wahrheit dar, so gut Sie können. Das muss genügen. Kommen Sie jetzt. Ich habe versprochen, Sie nicht aufzuhalten. Na, da hätte sie sich einen besseren Verteidiger holen können. Holen müssen, um so genau zu sein. Sie ist schon ein bisschen heruntergekommen aus alles, ne? Dass sie nicht mal auf ihren eigenen Schiffen ihre normalen Gestalten zeigen. Dieses Konzil ist nun bereit. Gesegnet seien die Vorfahren, die uns am Leben gehalten und somit ermöglicht haben, dass wir heute existieren. Kela Selai. Die Angeklagte, Tali Zora Vas Normandy, ist mit ihrem Captain erschienen, um sich gegen die Anklage des Verrats zu verteidigen. Einspruch. Ein Mensch hat bei einer Anhörung, die sich mit derart sensiblen militärischen Dingen befasst, nichts verloren. Dann hätten Sie Tali nicht der Crew der Normandy zuschreiben dürfen, Admiral Corris. Als Talis Captain muss Shepard von Rechts wegen bleiben. Idiot. Ich ziehe den Einspruch zurück. Shepard Vas Normandy. Ihr Crewmitglied Tali Zora ist des Verrats angeklagt. Werden Sie für sie sprechen? Das sollte gar nicht nötig sein. Als Tali mir geholfen hat, Saren und seine Geth-Armee aufzuhalten, sprachen ihre Taten für sich selbst. Ohne ihre Hilfe wäre keiner von ihnen heute am Leben, um über sie Gericht zu halten. Gut gesprochen, Shepard. Keiner von uns sollte Talis Verdienste um die Flotte vergessen. Tali, Sie werden beschuldigt, aktive Geth in die Migrantenflotte eingeschleust zu haben. Worauf plädieren Sie? Tali würde die Migrantenflotte niemals gefährden. Sie plädiert auf nicht schuldig. Ich habe Einzelteile und Technologie geborgen, die dann von Teams abgeholt wurden. Das geschah auf Befehl meines Vaters. Aber ich würde niemals aktive Geth zur Flotte schicken. Alles, was ich geschickt habe, war deaktiviert und harmlos. Dann erklären Sie uns, wie die Geth das Laborschiff übernehmen konnten, auf dem Ihr Vater gearbeitet hat. Gute Frage. Was ist passiert? Soweit wir wissen, Tali, haben die Geth jeden an Bord der Ellery umgebracht. Einschließlich ihres Vaters. Was? Oh, Kila. Ich dachte immer, Quarianer hätten Familiensinn. Wie können Sie Tali so etwas mitten in einem Prozess mitteilen? Tut uns leid. Tali hätte informiert werden sollen. Und damit ist es gut. Wir müssen die Ellery zurückerobern. Das Sicherste wäre, das Schiff ganz einfach zu zerstören. Aber wenn Ihnen ein ehrenhafter Tod lieber ist als ein Leben im Exil... Ich suche meinen Vater, Sie Boschtet! Sie wollen die Ellery den Geth wieder abnehmen? Das ist ein äußerst gefährliches Vorhaben. Glauben Sie etwa, dass Tali den Geth hilft? Vielleicht ist es ja ein Beweis Ihrer Loyalität, wenn sie ein Dutzend von ihnen erledigt. Wir beschuldigen Tali nicht, die Sache der Geth zu unterstützen. Wir beschuldigen sie einer Fahrlässigkeit, die ganze Flotte in Gefahr gebracht hat. Dann ist es beschlossen. Sie werden versuchen, die Ellery zurückzuerobern. Sie erhalten die Erlaubnis dazu, die Raya zu verlassen. Beim sekundären Docking-Hangar wird ein Shuttle für Sie bereitstehen. Viel Erfolg, Tali. Die Anhörung wird nach Ihrer Rückkehr fortgesetzt oder nach dem Beschluss,
sie für im Einsatz gefallen zu erklären. Na, das wird nicht passieren. Das sind ja Pfeifen hier, du. Danke, dass Sie zugestimmt haben, die Ala Rai zurückzuerobern, Shepard. Die Admirale scheinen sicher zu sein, dass mein Vater bereits tot ist, aber ich weiß auch nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir dort sind. Kommen Sie. Wir müssen uns um ein paar Geth kümmern. Richtig. Je schneller wir auf der Ala Rai sind, desto eher wissen wir, was passiert ist. Shepard, der sekundäre Docking-Hangar ist hinter der Konzilkammer, wo Sie sich gerade befinden. Das bereitgestellte Shuttle ist unbewaffnet. Verstanden. Wie viele Geth auch auf der Ala Rai waren, Sie haben wahrscheinlich neue gebaut. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Naja, das kennen wir ja. Ja, ich glaube. Genau. Die ganzen Deppen reden wir jetzt gar nicht. Keine Zeit für sowas. Die labern eh nur Quatsch.